Das sieht aus wie ein abgehackelter Italiener. Und mein beschütztes Haar hier auf der Seite. Darum könnte man dazu auch noch etwas beitragen, dass es ein bisschen besser aussieht. Wenn wir mal schauen, ob wir dabei haben. Wir haben auch gedacht, mit gewissen Requisiten, was das Haar anbelangt, könnte er sich auch gut in Budapest oder in Zürich oder in London oder so gut zeigen. Es hat ja hier so eine gewisse Volksgruppe, die auf der Seite so Dings haben. Und darum würden wir jetzt das mal montieren. Sogenannte Make-up für sie den Jährigen. Genau, das ist Make-up für sie den Jährigen. Dress up! Wie heißen die Locken da? Weißt du, die Juden? Da? In den Juden? Wie heißen die Locken? Ja, sagen wir Judenlocken. Und wir haben gedacht, es passt auch gut an einen Hut vom Vater. Der hat ja auch so eine drin große Gemeinschaft, die gewisse nähere Beziehungen gepflegt. Hat sie das Heil nicht verstanden? Was? Ja, ist gut. Die Mama. Danke. Ja. Gut. Heidi. Das muss man mehr schneiden, gell? So hast du aber das Fleisch. So, den hätten wir da. Mit dem Dach. Super. Super. Dürst du kein Fleisch haben? Das ist jetzt alles ein bisschen. Ich ist doch. Einseitig und vom Vater prägt, oder? Darum haben wir geschaut, ob wir da auch noch das weibliche Element einbringen können. Und tatsächlich sind wir gefunden geworden. Wir haben hier etwas, da wollen wir zuerst die Heidi fragen, was das könnte sein. Heidi, weißt du, was das könnte sein? Ja. Kaffeewärmer. Das ist der Kaffeewärmer von der Mutter. Und den würden wir doch jetzt überstülpen, damit das männliche Element dann noch ein bisschen von einem weiblichen dominiert wird. Das ist so. Ich muss da schnell nach vorne, damit wir dann zum nächsten Akt schreiten können. Das ist wunderbar. So, das sitzt, das ist prima. Und jetzt, mit den Jahren, dann werden wir ja mal selbstständig und gründen eine Familie. Und dann wird man also mit der Zeit, vielleicht, man könnte sagen, der Häuptling von dieser Familie oder so. Und dazu haben wir uns natürlich etwas Spezielles gesehen. Nein. Das haben wir nicht gefunden im Keller. Da haben wir natürlich müssen weltweit suchen. Und wir sind dann fündig geworden und haben einen anständigen Häuptlingsschmuck gefunden. Der passt gut auf den Tee, auf den Kaffee. Der Jode. Das Häuptling haben so eine Art und Weise an sich. Der Häuptling haben eine Art und Weise an sich. Natürlich, sie es ist ein Indianer. Sagen, was durchgeht und so. Ein Indianer. Und ein Indianer. Das ist ja gut und recht. Und die Jungen finden manchmal, oder die vom Stamm finden den Indianer bist du. Manchmal ist es ein bisschen, also das nicht, was sie auftragen. Und dann müssen sie das auch ein bisschen relativieren. Und wir haben gefunden, das müssen wir schon ein bisschen relativieren und haben noch etwas mitgenommen. Wir legen ihm jetzt noch eine Nase an, damit der Häuptling auch ein bisschen relativiert wird, indem wir ihm hier noch eine Nase anlegen. So, jetzt sieht das schon ein bisschen realistischer aus, jetzt kann man das auch vertragen, oder? Kannst du ein Foto machen, Luca, von deinem Thema? Und jetzt werden die Häuptlinge ja auch mit der Zeit älter, oder? Und dann ist es so, dass die Häuptlinge ihre Frauen zum Teil immer noch arbeiten und abwesend sind, oder? Und die Frage ist, mit wem sie denn eigentlich kommunizieren, die Häuptlinge. Und
Sie haben auch nicht gern, wenn sie weiterhin Widerspruch kommt und so. Darum haben sie gedacht, der Häuptling, der braucht auch noch ein Haustier oder ein Tier. Und vor allem eins, wo ihm das nachschnurrt, was er sagt. Das würden wir hier anhängen. Und damit kommt er langsam zum Schluss von unserem Beitrag. Und wir wünschen dir mit einem wundervollen Bucke aus unserem Keller. Wir haben es extra in Plastik eingepackt, damit der Geschmack bleibt. Oh. Wünschen wir dir einen guten Geburtstag und dass der Weg weiterhin gut geht. Bravo! Bravo! Ach, was soll ich schauen? Großartige Sache! Großartige Ehre mit dir! Der Papa! 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 Der Papa!